Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Auspackvideo. Heute etwas Besonderes, ein bisschen was anderes als sonst, wie ihr das auch schon unschwer an der sehr großen Verpackung sehen könnt. Es ist also ein größeres Paket. Ich würde sagen, lasst euch mal überraschen, was da so drin ist. Okay, lasst euch nicht überraschen. Wer auf den Titel geguckt hat von dem Video, weiß schon, was es drin ist. Alle anderen, ne? Wir sehen uns gleich wieder und dann packen wir das zusammen aus. Der eine oder andere wird schon gesehen haben, um was es sich handelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann euch nur so viel sagen, dieses Paket wurde mir kostenlos verfügbar. Der eine oder andere von euch wird schon gesehen haben, worum es sich handelt. Und zwar habe ich dieses Paket kostenlos zur Verfügung gestellt von der Firma Picmondo. Den Link und alles weitere packe ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung. Wie gewohnt, klar, kein Thema. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausschaut. Wir packen es jetzt aus. Ich habe das Paket noch nicht aufgemacht. Das wollte ich mit euch machen. Ich finde das immer schöner, wenn man das Paket, so wie man es bekommt, halt auch auspackt, ohne vorher reinzugucken. Weil ich finde, da kann man viel faken. Wir wollen aber nicht faken. Ich will euch zeigen, wie die Qualität ist, wie die Bilder angucken, wie es verpackt ist und so weiter und so fort. Und deswegen packen wir auch das Originale aus und starten einfach mal. Wir machen das Ganze auf. Es ist ein größeres Paket, obwohl ich nur zwei Bilder bekomme. Ich vermute aber, dass die sehr gut eingepackt sind, deswegen halt auch der große Karton. Der ist auf jeden Fall nicht beschädigt worden beim Transport, sondern kam sehr, sehr gut verpackt. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir auch eine super Luftpolsterverpackung drin. Und ich bin gespannt, echt wie ein Flitzebogen, wie das Ganze ausschaut. Ja, das Ganze ist sehr groß. Und dann packen wir es weiter aus. Also, ihr könnt sehen, sehr viel Luftpolster verpacken. Ist aber nicht schlimm, die tue ich beiseite. Die kann ich mit Sicherheit nochmal gebrauchen, weil, wie ihr wisst, wer aufgepasst hat, weiß, dass in der nächsten Zeit noch ein Verlosungsvideo kommt. Und damit die Sachen auch gut auf die Reise gehen, ist Luftpolsterverpackung gar nicht schlecht. So, aber die räume ich erstmal beiseite. Der Karton, wie ihr gesehen habt, ist relativ neutral. Das heißt, wenn ihr den bekommt, keiner kann darauf schließen, woher die Verpackung kommt. Anders wie bei anderen Markennamen, wo der Markenname draußen noch überall angedruckt ist. Das heißt, ziemlich neutral, was ich gut finde. Keiner weiß, was drin ist, außer er guckt natürlich auf den Absender. Die Bilder kommen in einer speziellen Verpackung, wie ihr sehen könnt. Die anderen Bilder von AliExpress, die hatten ja alle relativ eine neutrale Umverpackung oder hatten gar keinen Karton drumherum. Die von der Firma Picmondo, die kommen in einer Picmondo-Verpackung. Also ihr könnt schon direkt erkennen, woher es kommt. Und zwar von der Firma Picmondo. Und zwar habe ich ein großes Bild und ein kleines Bild. Und wer natürlich geguckt hat, hat natürlich auch gesehen, was für Bilder drin sind. Aber ich möchte die Bilder mit euch auspacken. Okay, ihr Lieben, fangen wir mit dem Auspacken an. Also mit dem weiteren Auspacken. Mit dem Toolkit. Dieses Toolkit könnt ihr so auch auf der Internetseite kaufen bei Picmondo. Und zwar sind da folgende Sachen drin. So, packen wir das Ganze mal auf, damit wir gucken können, was da drin ist. So, wir haben eine Umverpackung, die brauchen wir nicht. Wir haben ein weißes Schiffchen, so wie es wir häufig auch in den Bildern finden. Nicht immer, oftmals gibt es die grünen Schiffchen. Die weißen Schiffchen sind nicht unbedingt meins, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber wer die letzten Videos geguckt hat, sieht, dass ich momentan vermehrt mit den weißen painte, weil einfach die Steine da drin besser liegen. Gerade bei eckigen Steinen, um einen Mehrfachaufsetzer zu nutzen. Die grünen Schiffchen sind zwar auch gut, aber keine Ahnung, ich bin momentan eher bei den weißen Schiffchen angelangt und finde die momentan gut. Und wenn ich überschüssige Steine habe, kann ich die halt auch ausgießen. Ich habe mittlerweile auch den Dreh raus, wie hier vorne keine mehr rausfallen. Der eine oder andere wird es schon ausprobiert, da wird gesagt, boah, da fallen mir ständig Steine raus. Es übt und irgendwann habt ihr den Dreh auch raus. Wir haben ein bisschen Wachs dabei. Zwei Plättchen. Wir haben eine sehr gute Pinzette dabei. Und zwar eine sehr spitze Pinzette. Da solltet ihr möglichst auch darauf achten, dass ihr die Schutzkappe immer wieder drauf tut.
Die ist, wie gesagt, sehr spitz und man könnte euch unter Umständen schon wehtun. Und die kann man auch, wenn man ganz böse ist, als Werkzeug benutzen, um jemanden zu ermorden, weil die echt wirklich spitz ist. Aber wir wollen ja keinen ermorden. Wir wollen ja damit Steinchen runtersetzen, runternehmen, versetzen oder auch das Wachs aus den Stiften wieder rausbrokeln. Dafür sind die Pinzetten nämlich übrigens sehr gut geeignet, egal welche. Die aber besonders, weil die halt schön spitz sind. Und die ist halt wirklich sehr, sehr stabil. Das ist eine schöne, stabile. Was wir noch dabei haben, was ich super cool finde, ich liebe Farben. Und ich finde diese Anti-Rutsch-Gummilinge, wie heißen die denn richtig? Ich finde die natürlich super, weil die halt schön bunt sind. Also ich habe nur welche in Blau und in, glaube ich, Gelb. Aber in so bunt habe ich die nicht. Und ich finde die cool. Das ist halt echt mal eine Abwechslung, dass man nicht halt immer die Einheitsfarben hat. Und die Stifte, die dabei sind, sind durchsichtig. Das heißt, ihr könnt die Stifte auch bebasteln, wenn ihr wollt. Ihr könnt die quasi aufmachen und hinten befüllen. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Glitzer als vorher. Das kann man bei den Rosen halt nicht machen, weil die halt nicht durchsichtig sind. Also das ist mega cool. Und wir haben Aufsetzer dabei. Und zwar haben wir. Ich mache mal die Dinger ab. Und dann zeige ich euch die Aufsetzer auch dazu. Wir haben einen Dreifachaufsetzer, einen Sechsfachaufsetzer und einen Neunfachaufsetzer. Für jemand, der gerade angefangen hat zu pinken, ist das auf jeden Fall gut, mehrere Aufsetzer zu haben. Wobei ich glaube, dass jemand, der anfängt, mit den Aufsetzern sehr viel üben muss. Es kommt aber immer auf das Bild drauf an, was man paintet. Wenn man natürlich sehr viel einheitliche Fläche hat mit einer gleichen Farbe, sind Mehrfachaufsetzer super. Aber man muss es üben. So, nichtsdestotrotz, man hat sie dabei. Man kann sie nutzen, muss man aber nicht. Ich empfehle es aber trotzdem, jeden damit zu üben. Zumindest mit dem Dreifachaufsetzer, also mit dem kleinen, kann man wirklich sehr, sehr gut üben. Man muss da nur bei eins drauf achten. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera. Und zwar gibt es bei diesen Dreifachaufsetzern vorne eine Kante, die ist etwas kürzer als die hintere Kante. Und wenn ihr die Steine drauf habt, solltet ihr die kurze Kante immer zu euch haben, dann könnt ihr diese Steine besser platzieren, weil ihr seht, wo die Steine platziert werden. Das ist mein kleiner Tipp an euch. Nur mal so am Rande. Ich würde aber vorschlagen, wir machen weiter, weil das Wichtigste an diesem Set sind die Bilder. Auf die Bilder bin ich mega gespannt. Deswegen tue ich dieses Toolkit mal beiseite. Ich finde es gut für Anfänger, super geeignet. Ich habe ein großes Bild und ein kleines Bild. So, ihr fragt euch sicher, hä, warum hat sie denn jetzt so zwei komisch unterschiedliche? Hat eine Bewandtnis, denn ist so ein kleines Bild auch für Anfänger gut geeignet und sieht hinterher wenigstens auch noch vernünftig aus und dass man das behalten möchte und nicht irgendwo wegtun möchte. Und deswegen habe ich ein kleines Bild und ein großes Bild. Und ich würde mit dem kleinen Bild gerne anfangen und bin mal echt gespannt, weil ich natürlich noch nie was von Pigmondo hatte. Es ist übrigens ein deutscher Shop, wer es noch nicht weiß. Die liefern relativ schnell und zwar innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Meins war nach 2 Tagen da. Ich konnte es heute leider erst abholen nach 3 Tagen, weil ich an dem Tag gestern leider nicht zu Hause war, weil ich auf Arbeit war. Ja, tut mir leid, es ist dann immer doof, wenn man arbeiten muss und die Post steht vor der Tür und kann das Paket nicht abliefern. Naja, ich habe es heute abgeholt und habe mich schon tierisch gefreut. Und ich kann euch nur eins sagen, der Kundensupport ist auf Deutsch. Holy! Wer Probleme hat, irgendwo einen Kundensupport auf Englisch anzuschreiben, Chinesisch oder weiß der Geier was, ist mit dem deutschen Kundensupport natürlich immer besser bedient als mit einem Kundensupport, der halt besser Englisch als Deutsch versteht. Von daher ist es halt, glaube ich, immer gut, wenn man dann halt auch einen deutschen Support hat, der sich dann auch um die Sachen kümmert. Und ich habe auch gesagt bekommen, dass ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme oder so habt, ihr euch bitte immer an den Support wenden solltet, bevor ihr da ganz enttäuscht zu Hause mit euren Sachen sitzt. Das will natürlich keiner. Pigmondo ist natürlich auch bestrebt, Sachen so gut es geht rauszuliefern. Fehler passieren immer, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist immer nur, dass der Kundensupport hinterher gut reagiert und das hoffe ich mal. So, machen wir das erste Set mal auf. So, das ist das Erste. Wir haben ein Equipment-Set. Das ist ähnlich dem, was ich vorhin schon rausgeholt habe. Und zwar haben wir ein weißes Schiffchen mit einem
Ja, mit so einem Pöttchen Wachs. Hatte ich auch bisher noch nicht, finde ich aber gut. Vor allen Dingen, weil man dieses Pöttchen hinterher noch vielleicht anders verwenden kann. So, jeder, der weiß, man kann so kleine Sachen gut für irgendwelche anderen Sachen missbrauchen. Wir haben einen Stift ohne Aufsetzer, aber dafür mit so einem schönen pinken Fingerhalter. Und wenn euch der zu sehr rutscht, dann macht ihr Folgendes: Ihr nehmt einfach ein bisschen Klebeband drumherum und schiebt den Aufsetzer dann drüber und dann ist sitzt der auch fest, weil die Stifte, klar, die werden maschinell hergestellt und diese Aufsetzer halt auch. Also der rutscht jetzt ein bisschen und von daher empfiehlt sich's, einfach ein bisschen Klebeband drum zu machen und dann sitzt der auch bombenfest. Ja, so, das tue ich mal beiseite. Das dazu. Oh, das ist ja süß. Wir haben eine Legende. Die Legende finde ich total toll, weil man die kann man, wenn ihr wollt, nämlich auch als Lesezeichen verwenden. Und was richtig gut ist, ist, dass hier die DMC-Nummer draufsteht. Das hat man bei so kleinen Bildern leider nicht immer. Hin und wieder mal, aber leider nicht immer. Hier sind sie drauf und das finde ich sehr gut. Weil wenn wirklich mal irgendwo Steine fehlen sollten oder so, was ich zwar nicht glaube, aber was natürlich sein könnte, dann hat man zumindest einen Anhaltspunkt, welche Farbnummer man braucht. Bei runden Steinen oder bei anderen Steinen, wo die Farbnummer nicht drauf sind, da muss man immer Rätsel raten und dann viel suchen. Ist nicht so schön. So, dann holen wir mal das Bild raus und die Steine. Die Steine, die sind, bevor ich euch die Leinwand zeige, zeige ich euch die Steine. Die Steine sind einzeln verpackt in solchen Tüten. Also die sind nicht in 200er Tütchen oder so abgepackt, sondern schon direkt in den Tütchen. Ihr braucht die nur aufschneiden und könnt dann direkt lospainten. Was ich richtig cool finde, man muss halt nicht viel umsortieren. Man kann eigentlich direkt loslegen und muss nicht noch 50.000 Tütchen aufschneiden. Das finde ich mega gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Und da stehen halt auch immer die Farbnummern und so weiter drauf. Also bei den Tütchen steht immer die Tütchennummer drauf und die Farbnummer. Wenn ihr nachher paintet, werdet ihr sehen, ich halte euch das mal jetzt so daneben, dass ihr die Symbole habt mit der Farbnummer. Das heißt, ihr müsstet nach den Symbolen gehen, die Farbnummer raussuchen und könnt euch dann das Tütchen raussuchen. Ne? Die Nummern, die auf dem Tütchen stehen, sind nicht die Farben, die ja auf der Legende draufstehen. Da solltet ihr drauf achten. So. Und das ist das Bild. Das ist schön. Die Leinwand ist cool. Also so eine Leinwand habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Ich zoome mich mal ein bisschen ran, damit ihr ein bisschen besser gucken könnt. Also, was bei der Leinwand schon mal auffällt, ist Folgendes. Ihr habt hier so einen schönen Rand, einen schönen Abschluss. Und was bei der Haptik auffällt, also wenn ihr das in die Hand nehmt, ist, dass das hinten, das ist wie Samt. Also ihr kennt ja die normalen Leinwände, die sind halt vorne wie hinten gleich. Aber wenn ihr die umdreht, das ist wie Samt. Ist ganz, ganz weich. Das finde ich schon richtig cool. Und es ist halt auch wirklich eine feste Leinwand. Ich mache euch mal die Folie ab. Man kann jetzt das so natürlich nicht durchschauen. Und das ist das Symbol. Also ich habe extra das mit dem Herzen genommen, weil ich glaube, das sieht man halt hinterher. Das ist ein relativ großflächiges Bild. Und wenn man sowas macht, dann hat man hinterher auch ein relativ gutes Ergebnis, als wenn man so ganz viele Details hat in einem kleinen Bild. Das funktioniert nicht. Ganz viele Details in einem so kleinen Bild, das kann niemals funktionieren. Weil wir hier gepixelte Bilder haben. Wir haben ja kein Foto. Ja, das entsteht aus dem Foto, aber wir haben halt kein Foto, wo die Pixel, weiß ich nicht, in Hundertstel Millimeter groß sind, sondern wir haben ja Pixel, die 2,5 bis 2,5 Millimeter groß sind. Und von daher, so ganz, mit ganz vielen Details funktioniert das nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass das recht gut aussieht, aber der Druck leider ein bisschen verwaschen ist. So, ich zeige euch nochmal den Druck. Der ist leider nicht wirklich ganz klar.
Man kann aber aufgrund der wenigen Symbole erkennen, was es sein soll. So, ich habe euch mal ein Lightpad runtergeschmissen. Viele von euch haben ein Lightpad zu Hause, die Anfänger wahrscheinlich weniger, aber mit einem Lightpad kann man die Sachen halt schon ein bisschen besser erkennen. Was natürlich, was hier richtig gut zu erkennen ist, was normalerweise problematisch ist, ist hier die helle Schrift auf nicht ganz dunklem Untergrund, sondern auf etwas hellerem Untergrund. Aber das ist richtig gut. Das kann man richtig gut lesen. Und je näher man rangeht, desto besser kann man es halt auch erkennen. Man kann die Symbole, man kann sie erkennen. Also es ist nicht so, dass man diese nicht erkennen kann, aber sie sind jetzt nicht hundertprozentig, tausendprozentig klar, aber man kann es lesen. Und ich denke, man kann da auch gut mit painten. Vor allen Dingen, man hat halt nicht so viele Symbole. Da finde ich das jetzt okay. Für einen Anfänger super. Was ich wirklich gut finde, ist, dass gut verpackt kommt. Also da kann man echt nichts sagen. Und ich finde die Legende dabei auch prima, weil ich hasse es, Bilder zu haben, wo ich keine Legende habe und ich mir mal erst eine machen muss. Die Steine sehen auch super aus. Es sind eckige Steine, das habt ihr ja schon gesehen. Ich wollte mit Absicht was Eckiges haben, weil eckig in der Größe ist genauso wie rund in ein bisschen größer, weil die meisten Bilder, die man in klein bekommt, sind mit runden Steinen. Ich finde aber, mit eckigen Steinen sieht es im Bild halt einfach schöner aus, weil das ein bisschen kompakter ist. Ich finde es gut. Ich werde es auf jeden Fall machen und werde dann euch hinterher das Ergebnis zeigen. Und bin dann auf jeden Fall mal gespannt, wie das aussieht. So auf dem Bild sieht das schon mal echt cool aus, wenn ihr da das Original dagegen seht. Ne? Also man kann es schon super erkennen. Ist aber auch ein einfaches Motiv mit nicht so viel Details. Ne? Also das muss man vorneweg sagen. Von daher finde ich das okay. Ich kann euch aber eins sagen. Ihr kriegt von mir einen Rabattcode mit 10%. Für alle Sachen, die ihr auf Pigmondo erwerben könnt, gibt 10% Rabatt. Den Rabattcode, den blende ich euch jetzt ein. Aber keine Sorge, ihr müsst euch den nicht aufschreiben oder merken. Ich schreibe ihn euch in die Beschreibung natürlich auch rein. Das kleine Bild haben wir abgefrühstückt. Wir machen jetzt weiter mit dem großen Bild. Und ich bin mal schon gespannt, wie ihr das findet. Das Bild kommt aufgerollt und hat bisher keine Knicke. Wir haben hier auch wieder ein Schulkit dabei. Das sieht genauso aus wie das andere. Das packe ich also nicht nochmal aus. Wir haben hier wieder eine richtig geile Legende. Oh, ich finde die Legenden finde ich mega, mega gut. Vor allen Dingen, das Gute ist, die sind halt auf festerem Papier gedruckt. Und die kann man halt echt gut beiseite legen und da auch mit painten. Richtig, richtig gut. So, was ihr hier schon sehen könnt, es ist kein Bild mit eckigen Steinen. Es ist ein Bild mit runden Steinen. Und zwar ist es ein Bild mit runden Strasssteinen. Ich habe echt hin und her überlegt, was ich für ein Bild nehmen sollte. Und ich bin halt bei diesem Strassbild hängen geblieben, weil ich finde so richtig bunte Strassbilder. Ich möchte es sehen, ob die so richtig schön bunt rauskommen. Und die Farben, die ich hier schon sehe, die sehen richtig nice aus. Also richtig schön bunt. Ihr könnt es ja sehen, ne? Also die Palette ist von bis richtig schön bunt. Und jetzt muss ich dieses Dings mal aufmachen. Was ich auch cool finde, ist, dass ihr so eine Tüte dabei kriegt. Ja, da könnt ihr die Steine auch hinterher wieder reintun. Ihr könnt es wieder zumachen. Das finde ich auch gut. Da könnt ihr die Steine hinterher wieder reintun. Ich muss das erstmal wieder aufziehen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Farben das sind. Ich zähle die mal kurz durch. Also, wir haben 29 Farben. Und was richtig gut ist, wenn ihr das sehen könnt, wir haben auch bei den Strasssteinen die Farbnummern zu den Strasssteinen dabei. Das heißt,
Wenn ihr mehrere Bilder habt und ihr habt noch Strasssteine übrig, ihr könnt die zusammensortieren, weil ihr einfach wisst, welche DMC-Nummer dazu gehört. Das finde ich richtig gut. So, und jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Farben. Ich nehme jetzt einfach mal wahllos ein paar raus. Das sind die Strasssteine, die sind auf jeden Fall schön bunt. Blau. Dann haben wir hier so einen lila Ton. Dann nochmal ein Blau. Haben wir schön Pinkton. Das ist auch eine coole Farbe. Ein richtig schönes Lila. Und nochmal so ein schönes Gelb. Also die Farben Strass sehen schon mal gar nicht schlecht aus. Also wir haben kein Schwarz dabei. Schwarz ist nicht dabei. Wir haben aber so einen ganz dunklen Strassstein mit ganz, ganz dunklem Blau. Das ist schon, geht schon in Richtung sehr, sehr dunkel. Gerade für diesen Seitenbereich, den wir hier haben. Und ihr könnt natürlich die Tütchen hinterher auch einfach durchgucken, ob ihr alle Farben habt. Ihr habt ja hier jeweils die Farbnummer auf der Legende drauf und könnt dann euch die Farbnummern von den Tütchen raussuchen und dann halt durchgucken, ob ihr genug habt. Und jetzt packen wir das Bild aus. Ich kann euch eins sagen, auch hier haben wir eine schöne samtene Rückoberfläche. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Oberfläche sich sehr gut auf eine Rückwand kleben lässt, weil die halt einfach mehr Struktur hat, damit die drauf haften bleibt. Die kann man mit Sicherheit gut dann hinten befestigen. Und ich kann euch eins sagen, das, was ich bei dem Druck, bei dem kleinen Bild doof fand, also so minimal doof, ist hier gut. Also hier kann ich die Symbole alle mega, mega gut lesen. Also hier ist der Druck wirklich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt nur ein Problem, ich kann es nicht weiter aufrollen. Ich muss mich jetzt mal behelfen. Ich muss mal zaubern. So, könnt ihr das Bild jetzt schon so ein bisschen sehen? Ja, könnt ihr. Ich zeige euch den Druck gleich nochmal von nahem. Und ich kann euch sagen, der Druck ist wirklich mega cool. Der Druck ist wirklich super. Also da ist... Also ich habe an dem Druck wirklich nichts auszusetzen. Ich kann es euch zeigen. Das sind natürlich runde Steine, weshalb wir auch um jedes Symbol so einen Kringel drum haben. Aber dann habt ihr zumindest eine Orientierung, wo ihr diesen Stein genau draufsetzen müsst. Finde ich auch nicht schlecht, weil bei vielen Bildern hat man halt einfach nur die Symbole und muss dann gucken, dass man die Steine halt richtig in dem Raster setzt, damit die halt gleichmäßig dann auf dem Bild sitzen. Kann man sich hier schenken, weil man hat hier genau die Sitzposition von den Steinen. Guck mal, könnt ihr das sehen? Das ist doch richtig cool, der Druck. Und der sieht überall auf der ganzen Leinwand so aus. Man kann das astral erkennen. Also der Druck ist wirklich, wirklich gut. Und ihr habt dann die Umrandung drumherum, ne, wie ihr seht, wo ihr die Steine reinsetzen könnt. Ihr braucht also nicht ewig rumeiern und gucken, ob der gerade sitzt. Ihr müsst halt in dem Kreis bleiben und dann sitzt der Stein auch gerade hinten auf dem Bild. Richtig, richtig nice. Also gefällt mir sehr gut. Die Folie da, die da oben drauf ist, die hier, die ist jetzt nicht so meins, die ist durchsichtig. Man kann es jetzt super gut zeigen. Die werde ich aber eventuell, wenn ich das Bild painte, austauschen. Ich habe nämlich noch von anderen Bildern Reste von der Folie drauf. Also was ich meine, ist diese Folie. Die werde ich hinterher wieder drauf machen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr die zu weit eingerissen habt und euch ein Stück fehlt, könnt ihr auch Backpapier nehmen. Ihr müsst nur darauf achten, dass es anti-haft beschichtet ist, damit es auf dem Bild nicht haften bleibt, weil nichts ist schlimmer, als wenn ihr Backpapier auf dem Bild habt. Zum Gucken ist so eine durchsichtige Folie immer gut. Also bei dem Bild habe ich nichts zu meckern. Null. Dieses Bild kann ich tatsächlich weiterempfehlen. Wer Bock hat, dieses Bild zu machen, ich weiß nicht, ob es Pigmondo noch auf der Seite verfügbar hat. Ihr könnt aber schauen. Ansonsten schreibt den Kundensupport an, dass ihr dieses Bild gerne hättet und wann das eventuell wieder verfügbar ist. Pigmondo hat aber auch sehr viele andere coole Motive drauf. Und zwar auch in eckig und in rund. Wenn ihr nach eckigen oder runden Steinen sucht, ihr könnt suchen nach rund. Und wenn ihr eckige Steine sucht, müsst ihr nach quadratisch suchen. Dann findet ihr die ganze Auswahl mit quadratischen Steinen.
Ich hab's mit eckig gesucht und hab nicht wirklich viel gefunden. Oder ihr sucht halt nach Strass, dann findet ihr die ganzen Strassbilder. Also das ist so mein kleiner Tipp, den ich euch auf jeden Fall mitgeben kann. Und die haben echt schöne Bilder. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Und ich habe mich für das entschieden. Dieses schöne Bild. Aber ihr habt auf jeden Fall genug Stoff zum Stöbern. Und wie gesagt, wenn ihr stöbert und ihr seid fündig geworden und ihr möchtet das gerne haben, weil die auch relativ schnell liefern, relativ schnell ist gut, aber sie liefern halt auch schnell, dann nutzt doch einfach den Code. Nutzt den Gutscheincode, den ich euch in die Beschreibung reinpacke. Dann kriegt ihr 10% Rabatt und es ist nicht so ganz teuer. Ab 30 Euro im Übrigen liefert Peak Mondo versandkostenfrei. Also die habt ihr euch dann mal schon gespart. Und diese kleinen Bilder, also dieses kleine Bild, was ich euch gezeigt habe, sind Gratisbilder. Das heißt, wenn ihr eine Bestellung habt, die überweise nicht 40, 50, 60 Euro, dann packt euch doch einfach so ein Bild gratis dazu. Dann gibt es das noch oben rein. Und wenn ihr jemanden habt, der noch nicht angefixt ist mit Diamond Painting, dann könnt ihr es nämlich auch sehr gut verschenken. Als Einsteigerbild ist dieses Bild, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet. Würde ich jetzt vorschlagen, ich mache mit euch die Paintprobe nicht auf diesem Bild. Das mache ich irgendwann mal später. Sondern ich mache das erstmal auf dem kleinen Bild, weil das ist auch ein bisschen einfacher zum Zeigen. Und da haben wir auch genug Farben zur Auswahl. So, da holen wir das wieder vor. So. Und ich hole euch mal nah ran. Und dann geht es gleich los. Also nochmal zur Erläuterung, wie ihr hier vorgehen müsst, weil ihr die Tütchen nicht nach Symbolen abgepackt habt. Ich möchte gern mit euch dieses I machen. Das I sucht ihr euch auf der Karte raus, das ist die 3865. Und dann müsst ihr euch das Tütchen raussuchen mit der Nummer, das wird sehr wahrscheinlich das letzte sein. Ich gucke mal. Ja, ist es auch. Schaut mal, das ist das Tütchen, das hat die Nummer 15. Ist für uns irrelevant, sondern wichtig ist die Nummer, die dahinter steht. Und das ist die 3865. Und dann machen wir das auf und füllen uns das auch um. Ihr könnt euch die Tütchen übrigens nachher wieder befüllen, weil die echt sehr schön groß sind. Da könnt ihr wieder reinmachen, dann klickt ihr euch das einfach um. Und wenn ihr ein bisschen These habt, dann macht euch das zu. Dann braucht ihr keine extra Beutelchen. Gerade für so kleine Bilder, denke ich, wird das auch reichen. Bei so ganz großen Bildern empfiehlt sich das natürlich immer umzupacken. So, man nimmt einfach dieses Pöttchen und geht einfach mit dem Stift rein. So einmal rein und dann hat man quasi das Wachs da drin in seinem Stift und kann dann halt auch die Steinchen setzen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und dann pflanzen wir die Steinchen einfach mal auf die Fläche drauf. Also die Steine lassen sich hinterher auch noch gut versetzen und verschieben. Kleiner Tipp für die, die noch nicht sehr, sehr viel gepaintet haben oder noch nicht so den Dreh raus haben, wie man diese geraden Kanten hier legt. Nehmt euch ein Lineal. Ihr könnt zum Beispiel so ein schönes Metalllineal nehmen. Das legt ihr euch an diese Kante. Und dadurch, dass meistens der Kleber ein bisschen über diese Fläche zum Kleben gelegt ist, haftet es auch da drauf. Und ihr könnt dann halt eine schöne gerade Kante legen, indem ihr nämlich einfach den Stein nehmt und einfach nur an das Lineal pappt. Ihr braucht gar nicht drauf achten, bin ich richtig, bin ich nicht. Ihr seid richtig. Weil solange das Lineal gerade angelegt ist, habt ihr da überhaupt keinen Stress und könnt diese Steine einfach gerade an dieses Lineal legen. Dann habt ihr eine schöne, saubere Kante. Also der Kleber ist gut, sehr, sehr gut. Der Abstand ist auch prima. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so gespannt auf dieses Paket. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil, klar, Peak Mondo ist nicht der günstigste Shop. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Peak Mondo ist teurer als AliExpress. Ja, ganz klar. Aber der Vorteil ist, bei Peak Mondo müsst ihr keine Zollgebühren zahlen. Ihr müsst nicht 5 Monate auf ein Paket warten. Und wenn doch, geht dem Kundensupport auf den Sack und sagt, hör mal zu, ich will mein Bild. Nein, aber ihr könnt mit dem Kundensupport auf Deutsch schreiben. Ist ein Vorteil. Ihr müsst nicht so lange warten. Und die Bilder, die auf der Homepage sind, sind auch verfügbare Bilder. Das heißt, die kommen dann auch fix nach Hause zu euch. Innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Ihr habt einen Rabattcode dabei. Und wie gesagt, ihr müsst halt nichts mit Zoll oder sonst irgendwas. Bei AliExpress haben wir immer das Problem, manchmal bleibt es beim Zoll hängen, manchmal geht es wieder zurück. Ich saß auch schon mal beim Zoll und musste ja was abholen. Das wisst ihr, habe ich euch ja erzählt. Und das haben wir hier einfach nicht. Das könnt ihr euch schenken. Ja, also
Ja, es ist teurer, aber wer einen deutschen Kundensupport haben möchte, wer die Bilder schnell zu Hause haben möchte, weil er zum Beispiel noch eh schnell was verschenken möchte oder weil er ein total tolles Motiv auf der Seite gefunden hat, was er gerne, gerne haben möchte, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn überall der Druck so gut ist wie auf dem bunten Bild, auf dem bunten Strassbild, ja. Also ich finde die Qualität wirklich super. Also auch hier die Leinwand ist super schön. Der Druck, man kann den Druck erkennen, so ist es nicht. Also das ist kein mega schlechter Druck. Ich habe schon wesentlich schlechtere Drucks. Man kann ihn aber erkennen. Das ist das Wichtige. Und von daher brauche ich das jetzt auch nicht wirklich schlecht reden. Natürlich sage ich jetzt nicht, oh, das ist jetzt der super Druck. Nein, ich bin ehrlich. Und ehrlich sollte dieses Video auch sein, auch wenn ich diese Produkte von Pigmondo zugeschickt bekommen habe, kostenlos, damit ich sie euch vorstellen kann. Ich finde aber, ehrlich währt am längsten. Und ihr wollt nur mal eine ehrliche Meinung haben und die bekommt ihr von mir. Ich habe übrigens meine Kollegen angefixt. Erst die eine Kollegin und jetzt die nächste Kollegin. Diese Bilder sind mega cool geeignet, wenn ihr andere Leute damit infizieren wollt. Mit einem Painting. Die könnt ihr, also wenn ihr ein großes Bild bestellt, dann bestellt einfach so ein kleines mit dazu. Und dann habt ihr was zum Verschenken. Oder ihr macht es selber, wie ihr wollt. Und dann ist es super. No. Ich habe das Stückchen jetzt fertig gemacht. Ich mache jetzt die Reihe noch zu Ende. Dann habe ich genug gequatscht. Und dann ist das Video auch schon lange genug geworden. So lange wollte ich es nicht werden lassen. Aber ich bin froh, dass ich es so hingekriegt habe, trotz meines Schnupfens, der immer noch da ist, aber den ich relativ gut unter Kontrolle halten konnte während des Videodrehens. Ich finde das Bild mega süß. Ich werde es auf jeden Fall auch fertig machen. Ich nehme euch damit auch mit und bin mal gespannt, wie es hinterher fertig aussieht. Da bin ich echt gespannt. Ich bin da echt gespannt wie ein Flitzebogen. Boah, ich sag's immer wieder, ich bin gespannt, Leute. Gespannt. Meine Kollegin würde mich jetzt schon ärgern, aber ihr könnt mich Gott sei Dank nicht ärgern, außer in den Kommentaren. Da dürft ihr mich auch ärgern. Ja, also, das Strassbild kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Der Druck ist super, die Leinwand ist super. Die Steinchen werde ich beim Legen merken, wie gut die sind, ob da viel Ausschuss dabei ist oder nicht. Die sehen aber auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Die Legenden finde ich mega cool. Pigmondo, behaltet es bei, verschickt zu jedem Bild, egal ob groß oder klein, eine Legende mit. Ich für meinen Teil bin fertig. Ich habe euch das gezeigt, was in dem schönen großen Karton drin war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Auch wenn ihr sagt, ihr würdet bei der Firma nie einkaufen, weil es euch zu teuer ist. Aber hey, darum geht es in diesem Beitrag gar nicht. Es geht darum, dass ich euch zeige, wie die Sachen vom Pigmondo sind. Und da kann ich sagen, kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wie gesagt, Vorteile habe ich euch nur aufgezählt, die Nachteile habe ich euch aufgezählt. Und ihr könnt natürlich selber entscheiden. Und ansonsten freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dieses Video geschaut habt, dass ich euch das zeigen konnte, was ich bekommen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch bitte sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, dann verpasst ihr kein neues Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ein neues Video an den Start geht. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Was auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.